Herzlich willkommen zu den Verse News, dem Format mit dem wöchentlichen Rückblick zu den Neuigkeiten über Star Citizen. Etwas hat sich geändert. Ihr habt das sofort gemerkt. Ich habe ab heute Rich Spencer mit an Bord. Er wird so ein bisschen die Kamera bedienen und mich während der Verse News in der Marco begleiten. Ne, Rich? Machst du, ne? Oder? Ja, gut, antwortet nicht. Ist ja auch klar, der konzentriert sich natürlich auf die Kamera. Gut, also die Alpha 3.12.1 ist immer noch die aktuelle Live-Version, allerdings ist es nun offiziell, dass die Alpha 3.13 im PTU bei den Evocatis ist. Wie lange diese Testphase jetzt dauert, das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Evocatis, ja, wie fleißig sie Berichte schreiben, wie viele Probleme auftauchen. Wenn es irgendwann natürlich das grüne Licht gibt von Cloud Imperium Games und den Evocatis, dann wird dieser Build in die erste Welle kommen und ich kann euch natürlich die Inhalte zeigen. Ich freue mich schon total drauf, das wird wieder richtig toll werden, das weiß ich jetzt schon, geile Inhalte. So, dann wollte ich euch noch kurz informieren, dass die Vorbereitung meiner neuen Orga in vollen Zügen ist. Ich hatte das ja bereits mal angekündigt, die neue Orga, das Netzwerk. Und ja, das dauert nicht mehr lange, 1, 2, 3 Monate vielleicht noch, dann gehen wir an den Start und ihr könnt euch auch was gefasst machen, das sage ich euch. So, dann denkt bitte daran, dass am Montag wieder zwischen 18 und 19 Uhr die dritte Welle für die Namensvergebung freigeschaltet wird. Ja, ihr könnt ja die 6 Schiffe benennen, über die wir jetzt schon in den letzten Wochen gesprochen haben. Ich hänge euch den Link zu der Information, welche Schiffe das sind und ob ihr dabei seid, diese Schiffe zu benennen, nochmal hier in die Videobeschreibung. Schaut einfach rein, dann sollte das klar sein. Was schauen wir uns noch an? Es ist wieder ein Tag voller Geschichten und Zeug. Diese Woche war wieder richtig viel los. Los geht es mit Stella Fortuna. Das ist ein Feiertag im Verse von Star Citizen, wo ursprünglich die Kolonialisierung des Marses gefeiert wurde. Das möchte ich euch kurz vorstellen. Da gibt es auch eine kleine Geschichte. Dann gibt es ja einen neuen Tumbril Cyclone MT. Da gab es ein kleines Q&A zu. Das habe ich euch übersetzt. Dann war am Montag der Weltfrauentag, da gibt es ein kleines Video dazu, das zeige ich euch kurz. Dann das Xeno-Thread Postmortem wurde ebenfalls veröffentlicht, eine Zusammenfassung über das Event von verschiedenen Entwicklern von Cloud Imperium Games. Da habe ich euch mal das Wichtigste und Interessanteste rausgezogen. Dann gibt es die Übersetzung vom Star Citizen Live von letzter Woche mit dem Vehicle Tech Team. Das wurde uns von Korrespondent Khan übersetzt. Dann gab es natürlich wieder ein Inside Star Citizen sowie ein Star Citizen Live. Und diese Woche war auch Roadmap Update Woche, die schauen wir uns natürlich auch noch kurz an. Wie in jedem Jahr feiert Cloud Imperium Games St. Patrick's Day und Stella Fortuna. Diese Feierlichkeiten finden vom 12. März bis 22. März statt und bringen immer jede Menge Grün mit sich. Ja, hier unten gibt es ein wunderschönes Video, was wir uns ja gerade schon angesehen haben. Richtig cooles Ding wieder, kurz und knackig. Und das wurde uns natürlich auch schon gleich damit gezeigt, dass ein neuer Cyclone reinkommt, ein Cyclone MT. MT steht dabei für, ich kann es euch ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, vielleicht Militär oder Mounted Turret oder Missile Turret oder Mega Turbogut. Ich weiß es nicht. Naja, vielleicht finden wir es ja noch raus. Auf jeden Fall gibt es zur Stella Fortuna eine kleine Geschichte, die ihr auch im Galactapedia natürlich in Englisch nachlesen könnt. Ich habe euch das Ganze übersetzt und wünsche euch nun viel Spaß bei dieser kleinen Reise in die Vergangenheit. Stella Fortuna ist ein kulturelles Fest der Menschen, was im Zusammenhang mit Glück und Erfolg bezüglich neuer Unternehmungen steht. Es wurde als Erinnerung an die erfolgreiche Kolonisierung des Mars Sol 4 ins Leben gerufen.
Große Feste, Feuerwerke und andere Formen von Massenveranstaltungen sind neben den Farben Gold und Grün Markenzeichen dieses Feiertags und es wird jedes Jahr am 15. März im gesamten United Empire of Earth gefeiert. Der Ursprung. Mitte des 20. Jahrhunderts gründeten die Vereinten Nationen der Erde, UNE, die erste erfolgreiche extraplanetare Kolonie der Menschheit auf dem Mars. Dies war der zweite Versuch der Kolonialisierung. Der erste Terraforming-Prozess versagte, als ein Fehler in den Atmosphärenprozessoren zu einem plötzlichen Zusammenbruch der atmosphärischen Masse führte. 4876 Menschen starben dabei. Diese Katastrophe wurde als Mars-Tragödie bekannt. Der zweite Versuch einer Kolonialisierung wurde größtenteils bereits im Vorfeld als zum Scheitern verurteilt angesehen. In einem weit verbreiteten Artikel über die potenziellen Gefahren, deren ein Mars-Einwanderer ausgesetzt sein könnte, schrieb Kensley Forrest vom Sentinel New York einfach: "Fordert das Schicksal nicht heraus." Diese Botschaft wurde letztendlich in umgewandelter Form übernommen und diente als inoffizieller Slogan der früheren Mars-Kolonialisierung. Wir fordern das Schicksal heraus. Im Jahr 2200 kündigte die UEE Pläne für einen interplanetaren Feiertag an, um 45 erfolgreiche Jahre menschlicher Besiedlung auf dem Mars zu feiern. Es würde während der folgenden Erd-Mars-Konjunktion am 18. März 2202 stattfinden, um die Verbindung zwischen den Planeten hervorzuheben. Mars-Schulkinder wurden gebeten, passende Namen für den neuen Feiertag einzureichen. Stella Fortuna wurde letztendlich aus dem Beitrag von Estelle Pria, 11 Jahre alt, von der Port Renatius Public School 17 ausgewählt. Auf dem Mars sowie auf der Erde fanden große öffentliche Karnevalsveranstaltungen statt, die von Raumfahrt- und Terraforming-Unternehmen gesponsert wurden. Die Angebote umfassten Ausflüge, Essen, Spiele und Trinken zum halben Preis für Attraktionen im gesamten Sollsystem, von Raumstationen am Asteroidengürtel bis zu den Vulkanen von Io. Neue Parzellen auf dem Mars wurden zusammen mit einem Schiff, das mit einem von Robert Space Industries bereitgestellten Quantum Drive ausgestattet war, an Festivalbesucher verlost. Lokale Unternehmen verkauften Souvenirs mit dem Slogan "We Tempted Fate", wir haben das Schicksal herausgefordert. Stella Fortuna 2202. Der Tag endete mit einem grün-goldenen Feuerwerk. Stella Fortuna wurde von nun an zu verschiedensten Jahreszeiten während der Erd-Mars-Konjunktion über ein halbes Jahrhundert lang gefeiert. 2257 erklärte die United Nation of Earth den 15. März zum offiziellen Feiertag. Ursprünglich wurde der 18. März vorgeschlagen. Dieser Tag wurde allerdings aufgrund eines Konfliktes mit einem anderen Feiertag abgelehnt, dem Jahrestag des ersten Menschen, der auf einem anderen Planeten als der Erde geboren wurde. Feier und Tradition. Stella Fortuna hat sich von einem Feiertag zum Gedenken an die frühere Marskolonie zu einem Feiertag entwickelt, der Glück, Kühnheit, verlockendes Schicksal und neue Geschäftsaktivitäten feiert. Dies wurde durch eine Reihe von Faktoren verursacht, wobei der Erfolg der Marskolonie gegen alle Widrigkeiten in Kombination mit dem langfristigen Erfolg der früheren Siedler zwei der Haupteinflüsse waren. Insbesondere Familien, die während der ersten Festlichkeiten Land gewonnen hatten, haben sich dafür eingesetzt, dass dieser Feiertag mit viel Glück verbunden war. Als das endgültige Datum des Feiertags ausgewählt wurde, baten Leute, die sich auf interplanetaren Reisen vorbereiteten, die Sterne bereits um ihren Segen. In den späten 2200er Jahren wurde es zur Tradition, dass Entdecker auf die Sterne anstießen, bevor sie nach neuen Sprungpunkten suchen oder dass Menschen, die neue Geschäftsaktivitäten starteten, dies am 15. März taten. Der Großteil aller Feierlichkeiten findet immer noch auf dem Mars statt. Die meisten Geschäfte schließen an diesem und dem darauf folgenden Tag. Das Festival beginnt offiziell mit einer beeindruckenden Parade, auf der es kunstvoll dekorierte Wagen in Form von Raumschiffen oder Sternen zu sehen gibt. Prominente in farbenfrohen, leuchtenden Kostümen werfen Süßigkeiten, Gewinnspielkarten oder andere kleine Geschenke von den Wagens in die Menge. Karnevalsveranstaltungen mit Fahrgeschäften und Spiele finden zu jeder Tags- und Nachtzeit statt.
Betrunkene Menschengruppen trillern spontan traditionelle Songs wie Aim for the Stars, but Strike for the Mars und Illuminate the Way. Heiratsanträge sind ebenso verbreitet wie Gespräche über neue Geschäftsideen. Das grün-goldene Feuerwerk zum Abschluss des Festivals ist eine beliebte Zeit, um geschäftliche und romantische Partnerschaften einzutüten. Ja, nun wisst ihr Bescheid. Stella vor Tuna. Jedes Jahr wieder ein wunderschöner Feiertag mit viel Alkohol und Gesang. Ja, grün ist die Farbe, habt ihr ja gerade schon mitbekommen. Und das ist natürlich auch das Motto für diese nächsten Tage. Wir haben einmal im Spektrum, da gehen wir mal ganz kurz rein. Da gibt es wieder einen Videocontest und zwar den Tempt Face 2951 Videocontest. Ja, wir fordern das Schicksal heraus. So, das ist das Motto. Und zwar müsst ihr hier ein Video drehen, was so ein bisschen ja zum Thema David gegen Goliath passt. Ihr müsst eine Kampfszene darstellen, wo wirklich so richtig Action abgeht. Ja, lest euch das mal in Ruhe durch, lest euch die Rules hier durch, lest euch durch, wo ihr das posten müsst. Das ist nämlich nicht unter diesem Video, sondern ihr müsst dann hier extra auf diesen Link klicken. Den findet ihr aber auch bei General. Und lest euch, wie gesagt, die Rules durch. Und es gibt super Sachen zu gewinnen. Es gibt eine 600i Explorer mit LTE als ersten Preis. Dann gibt es eine Mercury Star Runner inklusive des Stella Fortuna Paints in Grün. Das gucken wir uns gleich noch an. Und als dritten Platz gibt es noch ein Tumble Cyclone MT, auch ebenfalls mit LTE. Sehr coole Sache, macht damit, wenn ihr nun die Videodreher seid. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die vielen Resultate. Es werden bestimmt wieder extrem coole Sachen eingereicht werden. Gut, weiter geht es dann hier mit einem wunderbaren Bild und nochmal der Information zum Q&A, was ich euch gleich noch übersetzen werde. Da gibt es auch noch ein paar interessante Infos zu diesem neuen Tumble MT. Aber ich sehe hier immer noch nicht, wofür das MT steht. Ne, keine Ahnung, vielleicht wisst ihr das ja, dann schreibt ihr mir mal einfach das mal in die Kommentare. Ne, hier ist so ein Missile Turret Combo vielleicht. Ne, man weiß es nicht so genau. MT steht ja normalerweise immer für Military, aber Military ist eine Sache, das können wir gar nicht benutzen eigentlich. Ja, ich weiß es nicht. So, hier, interessanter Teil. A Pot of Gold. Ne, hier der Tumble MT jetzt als Warbound und als Nicht-Warbound-Variante. Warbound müsst ihr mit Echtgeld bezahlen und Nicht-Warbound könnt ihr mit Store-Credits bezahlen. Aber hier auch wieder mal der Hinweis, es gibt, wenn wir hier auf mehr Infos gehen, seht ihr, das Teil gibt es mit Lifetime Insurance. Wenn der eine oder andere sagt, er sucht eh noch einen Lifetime Insurance Token, dann sollte er sich den auf jeden Fall holen. Dann hat er für 70 Euro circa einen Lifetime Insurance Token und kann später sich da sein größeres Raumschiff drauf updaten, was er dann halt haben möchte. Nur mal so ein Tipp am Rande. Auf jeden Fall gibt es den als Lifetime Insurance, muss man aber eigentlich für so ein kleines Fahrzeug nicht haben. Mal ganz ehrlich, das kostet versicherungsmäßig wahrscheinlich ein paar UCs. Das ist nicht viel. So, aber es gibt noch was Interessanteres. Und zwar hier unten. Ach ja, hier gibt es erstmal noch die Möglichkeit, den abzugraden. Das könnt ihr natürlich auch machen. Hier nochmal der Hinweis, der wird erst erscheinen mit der 3.13. Also vorher, wenn ihr den jetzt euch besorgt, ist der noch nicht da. Der wird dann wirklich erst mit der 3.13 im Verse erscheinen. Hier aber auch mit einem kleinen Hint, wahrscheinlich mit der 3.13. Ja, also ein bisschen Vorsicht genießen. Vielleicht dann auch mit dem Xer-Patch. So, hier gibt es jetzt auch die Möglichkeit, noch eine Mercury Star Runner sich zu besorgen mit diesem grünen Fortuna Paint. Und wenn ihr schon eine besitzt, könnt ihr euch den Paint für schlappe, knappe 12 Euro auch noch so besorgen. Sieht doch ganz geil aus, das Ding. Ne? Finde ich ganz cool. So, und jetzt wird es richtig interessant. Es gibt natürlich auch noch Packages. Und das Coole daran ist jetzt, dass wenn ihr eine Mercury Star Runner haben wollt, ja, und ihr könnt jetzt mal so ein bisschen Euro locker machen, ne, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, diese auch mit LTE zu bekommen. Das ist doch mal eine coole Sache. Das ist sehr, sehr selten, dass ein Schiff, was schon flight ready ist, wirklich nochmal als LTE zu haben ist. Ja, müsst ihr euch überlegen. Ne? Ist auf jeden Fall eine coole Sache, aber wie gesagt, Echtgeld wegen Warbound. Ne? Da ist natürlich übrigens auch noch der Cyclone mit dabei, ne? Logischerweise. Das Ganze gibt es dann natürlich auch noch mit Store-Credits. Da könnt ihr euch auch diese beiden Varianten inklusive dieses Skins noch holen. Es wird hier so sein, dass ihr die Mercury Star Runner nicht dann in grün für immer habt, sondern das wird ein Skin sein. Bei diesem Fahrzeug wird es allerdings, denke ich mal, kein Skin sein, sondern der wird dann standardmäßig in grün sein. Genau, so viel dazu. Kommen wir zu den Q&As des Tumble Cyclone MTs.
Was sind die Vor- und Nachteile des Cyclone MTs gegenüber den TR- und AA-Varianten? Die Antwort dazu, der MT nimmt die besten Teile des TR und des AA und kombiniert sie zu einem einzigen Chassis. Die Nachteile sind, dass es im Gegensatz zum AA mehrere Besatzungsmitglieder erfordert und er ein größeres Ziel für Feinde ist. Nächste Frage, wie gut ist der MT im Vergleich zu den anderen Cyclones gepanzert? Die Antwort, der MT hat die gleiche Panzerung wie die TR- und AA-Varianten. Wann wird der Cyclone MT fertig und für uns fahrbar sein? Die Antwort, der MT soll mit der Star Citizen Alpha 3.13 veröffentlicht werden. Sehr schön. Wo passt der MT in die Gesamtaufstellung der Bodenfahrzeuge und gibt es einen bestimmten Anwendungsfall? Die Antwort, der MT ist ein solider Konkurrent des Cyclone TR in Bezug auf kleine Mehrzweck-Bodenfahrzeuge. Er befindet sich jedoch unter speziellen militärischen Kampffahrzeugen wie dem Ballista oder dem Nova Tonk. Nächste Frage, wird der MT gegen einen Tumbril Nova konkurrenzfähig sein? Panzerjäger. Der Nova wird wahrscheinlich in einem 1:1-Szenario die Nase vorne haben, obwohl mehrere MTs gegen einen einzelnen Nova den Kampf für sich entscheiden könnten. Nächste Frage. Können die Raketen einfach abgefeuert werden, also Dumpfire-mäßig, oder ist ein Aufschalten nötig? Mit dem Missile Operator Mode, der mit der Alpha 3.14 verfügbar ist, können alle Raketen einfach so oder aufgeschaltet abgefeuert werden. Ah ja, das klingt interessant. Also man kann dann einfach entscheiden, ob man die einfach so wegfeuert oder sie aufschaltet. Cool. Nächste Frage. Werden die Raketen des Cyclone MT in der Lage sein, Bodenziele anzugreifen? Die Antwort dazu, beim Aufschalten und Einlocken ja, gelingt das nicht, einfach als Dumpfire draufhalten. Werden wir in der Lage sein, Raketen und Waffenmunition manuell nachzuladen? Wie bei allen anderen Fahrzeugen ist das Nachladen derzeit nur in ausgewiesenen Reparatur-, Betankungs- und Aufrüstungsbereichen möglich. Kommen wir zur nächsten Frage. Der Cyclone MT sieht etwas kopflastig aus und ist möglicherweise anfällig für Überschläge. Wurde dies berücksichtigt? Die Federung und das Handling des MT wurde angepasst, um die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios zu verringern. Da jedoch das Handling simuliert wird, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit des Überschlagens als bei Fahrzeugen mit einem niedrigeren Schwerpunkt. Nächste Frage. Welche Arten von Raketen können abgefeuert werden? Zum Beispiel HE, AP, Panzerabwehr, TOW, Brand, Antipersonen, Bodenluft, EMP, Betäubung, Rauch, Harpune. Was das auch alles ist, keine Ahnung. Antwort dazu, jede Art von Size 2 Rakete, die im Spiel verfügbar ist, kann am Launcher angebracht und abgefeuert werden. Ja, gute Antwort. Ne? Da sagen sie auch nichts dazu, ob es noch andere Raketen gibt irgendwann. Nächste Frage. Welcher sekundäre Munitionsspeicher ist auf dem Cyclone MT verfügbar? Ich denke mal, da geht es darum, dass man sagt, kann man noch irgendwelche Raketen zusätzlich mitnehmen, die man dann nachher da anklippen kann oder Zusatzmunition für die Size 1 Waffe. Ich denke mal, das ist damit gemeint. Die Antwort dazu, es gibt keinen sekundären Munitionsspeicher außer einem persönlichen Waffenständer, der in Zukunft in allen Cyclones verfügbar sein wird. Dabei geht es allerdings um die FPS-Waffe, bin ich mir ziemlich sicher. Nächste Frage. Gibt es Pläne, den Hauptturm gegen eine ballistische, eine Revenant oder eine SF-7B Gatling-Waffe auszutauschen? Antwort dazu, der Turm selbst kann nicht ausgetauscht werden. Aber die Size-1-Waffe kann natürlich gegen eine andere Size-1-Waffe eingetauscht werden und auch die Raketen können alle Size-2-Varianten aufnehmen. Ja, hatten sie ja gerade schon gesagt. Nächste Frage, werden die Abschlepphaken im Spiel verwendet werden können oder sind sie nur ein visuelles Detail und nicht funktionsfähig? Ja, die sind ja an jedem Cyclone dran, das sind vorne so zwei Metallhaken. Die Antwort dazu, die sind nur ein visuelles Detail, da wir uns vorstellen, dass die zukünftigen Fahrzeugwiederherstellungen über einen Traktorstrahl erfolgen werden. Ja, gut. Ja, das sind ja eigentlich zwei verschiedene Dinge. Ich denke mal, die Abschlepphaken sind ja eher, wenn da jetzt, sag ich mal, der Treibstoff leer ist, dass man den dann einhaken kann und dann irgendwo mit hinziehen kann. Aber es kann natürlich auch sein, dass das dann letztendlich über einen Traktorstrahl funktioniert. Ne? Dass es vielleicht ein Bodenfahrzeug gibt, ähnlich wie der SUV, nee, wie heißt der? Der von Argo, ne? Der kann ja Schiffe abschleppen mit einem Traktorstrahl und vielleicht gibt es da sowas ja auch als Bodenfahrzeug. SRUV, so heißt der, glaube ich. Aber ich weiß nicht genau.
So, kommen wir zur letzten Frage. Gibt es Probleme mit dem Einbau des Cyclone MT in Schiffen aufgrund der erhöhten Höhe des Turms und des Raketenlaunchers? Die Antwort, die Gesamterhöhung ist minimal und passt nach dem Testen immer noch in jedes Raumschiff, in dem auch ein originaler Cyclone passen würde. Darüber hinaus ist der MT aufgrund seiner Erhöhung immer noch kürzer als ein Ursa Rover. Ja, gut. So viel zu den Fragen und Antworten, die, ich denke mal, durch eine Testgruppe entstanden sind, weil mir sind jetzt vorher keine Fragen aufgefallen, irgendwo müssen sie ja herkommen. Ich denke mal, es war vielleicht eine spezielle Evocati-Testgruppe, die dieses Fahrzeug getestet hat und da diese Fragen dann aufkamen, aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Zu Ehren des Weltfrauentages am 8. März veröffentlichte Cloud Imperium Games ebenfalls Montag ein Video, in dem sich Mitarbeiterinnen vorstellten und zunächst einige Worte über den Feiertag und ihrer weiblichen Vorbilder sagten. Nach dieser kurzen Vorstellungsrunde gingen die Damen dann auf ihre Tätigkeiten ein und machten allesamt deutlich, wie viel Spaß die Arbeit als Entwicklerin bei Cloud Imperium Games und sowieso generell in der Spieleentwicklung macht. Dies war gleichzeitig ein Appell dafür, die Jobseite von CIG aufzuschlagen und mal zu gucken, was es für interessante Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und vielleicht sehen wir ja in einem Jahr euer Gesicht in diesem Video. I always enjoyed solving problems. My job there are two big parts. One is like pure data here and there. Am 4. Februar 2021 veröffentlichte Cloud Imperium Games das Alpha 3.12.1 Assault on Stanton und somit das erste dynamische Event im Universum von Star Citizen. Im Folgenden hören wir nun eine Zusammenfassung über eine Analyse der leitenden Entwickler, die am Xeno-Thread-Event beteiligt waren. Was lief gut im Allgemeinen? Es gab einen Haufen Material darüber, wie das Event ablaufen sollte, einschließlich einer allgemeinen Aufschlüsselung, wie man es spielt, welche Feinde erscheinen sollten, wie die Belohnungen funktionieren und wie man die Bildschirmübergänge testet. Nach einem etwas holprigen Start lief die Feedback-Schleife von Xeno-Thread wie eine gut geölte Maschine. In Bezug auf die Veröffentlichungen selbst gab es eine Reihe von Merkmalen, die positiv aufgenommen wurden. Die gemeinsam erbeuteten Alpha-UECs, die Verteilung von Aufgaben und Spielmodis sowie die Art von Zusammenarbeit beim Entladen von Fracht waren bei der Community äußerst beliebt. Dies allein war ein großer Teil der positiven Resonanz. Ebenfalls sind wir sehr zufrieden mit dem Zusammenspiel von Design, Visual Effects und Sound Effects. Die Geschichte, die mit der Veröffentlichung einherging, war ebenfalls ziemlich cool und der Xeno-Thread-Kommandant war äußerst effektiv und einschüchternd. Weitere Aspekte, die wir als erfolgreich empfanden, waren große Einkommensmöglichkeiten für Spieler in allen Phasen, FPS-Piraten, die Wrack-Standorte bevölkerten in Phase 2 und der teamorientierte Auszahlungsstil ebenfalls in Phase 2. Viele Spieler schätzten die Boni, die in allen Phasen sehr gut bezahlt wurden. Dies war ein weiterer Anreiz und fügte die wiederholbare Spielbarkeit hinzu. Obwohl es einige Probleme mit den FPS-KI-Charakteren gab, machte ihre Präsenz die Wrackteile interessanter und trug zu einem abwechslungsreichen Spielstil bei. Es gab einige Kritiker, die mehr Einkommen pro Box in einem individuellen Auszahlungssystem wollten. Aber es gab weitaus mehr Spieler, die den teamorientierten Auszahlungsstil bevorzugten. Ich übrigens auch, ich fand das super. Viele sagten, dies fördere die Zusammenarbeit. Ganz genau. Obwohl es sehr bedauerlich war, dass wir nicht wie geplant am Jahresende starten konnten, war die Entscheidung, die Veranstaltung auf 2021 zu verschieben, genau richtig. Der Unterschied zwischen dem, was wir vor Weihnachten veröffentlicht hätten und dem, was wir veröffentlicht haben, war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Was ist nicht so gut gelaufen, allgemein? Um solche Events wie dem Xeno-Thread die Aufmerksamkeit zu schenken, die es benötigt und verdient, mussten viele Leute mit Verantwortlichkeiten jonglieren und eingesetzt werden. Diese Art von Dingen kann leicht dazu führen, dass andere Verantwortlichkeiten von der Bordkante kippen. Wenn Events dieser Größenordnung mehrmals im Jahr geplant werden, können sie nicht einfach von einem vorhandenen Team übernommen werden, da ihre anderen Aufgaben darunter leiden würden.
Mehr Zeit zum Testen wäre ebenfalls vom Vorteil gewesen, insbesondere für die Starfarer-Wracks, da sich hier die Funktionsanforderungen mitten in der Entwicklungsphase geändert haben. Die Innenräume sollten nun mehr Schwerkraft bekommen und Targeting-Funktionen sowie UI-Unterstützung kamen hinzu. Aufgrund der Probleme mit Zero-G haben wir am Ende eine Starfarer-Wrack-Version weniger implementiert als ursprünglich geplant. Unter dem Strich gab es nicht die erforderlichen Ressourcen, die wir benötigt hätten, um einen optimalen Ablauf zu koordinieren. Ja, an dieser Stelle mal ein kleiner Einwand, oder was heißt Einwand nicht, aber eine kleine Bemerkung. Ich finde sehr gut, dass hier in diesem Bericht auch CIG intern Kritik ausübt. Also Kritik jetzt, ihr wisst, was ich meine. Nicht hier von wegen, ihr seid alle doof, sondern eben, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Manpower hier. Also stellt mehr Leute ein oder wie auch immer. Finde ich eigentlich ganz cool an der Stelle. So, weiter geht's. Es gab viele Rückmeldungen aus der Community, die hätten besser sein können. Die Spieler wurden zum Beispiel nicht darauf aufmerksam gemacht, wie lange Phase 3 aktiv bleiben würde und waren überrascht, als diese plötzlich beendet wurde. Ja, ich auch. Ich habe die nicht einmal gespielt. Hier wäre eine bessere Kommunikation vom Vorteil gewesen. Jawohl. CRG wusste zu Beginn an, dass Performance ein Problem sein würde und dass sie nicht in der Lage sein würden, eine ausreichende Anzahl von Feinden zu spawnen, um das Maß an Herausforderungen zu erzeugen, was die Spieler in bestimmten Situationen tatsächlich erwartet hätten. Infolgedessen fanden einige Spieler die Idris viel zu leicht zu zerstören. Mit dem richtigen Loadout konnte ein einzelner Spieler die Schilde einer Idris deaktivieren und mehrere Spieler konnten sie dann binnen weniger Minuten erledigen. Das schnelle Beenden der Missionen und die lange Abklingzeit bedeuteten, dass Spieler Schwierigkeiten hatten, einen Server zu finden, auf dem die Mission aktiv war, und wenn sie es geschafft hatten, kamen sie nicht mehr rechtzeitig dort an, um teilzunehmen. Darüber hinaus bot die Idris den Herausforderern fast keine Bedrohung. Sie fungierte hauptsächlich als Kugelfang und viele Spieler erwähnten, dass sie stillstehen und kontinuierlich in eine Richtung ballern würde. Die Erkennung von Feinden und die Ermittlung von Crime-Stats sind immer noch zu einfach. Bei vielen Schiffen in diesem komplexen Szenario kam es häufig zu Friendly Fire, was meist dazu führte, dass Spieler versehentlich einen Crime-Stat erhielten, von der Mission entlassen und nach dem Tod ins Gefängnis gebracht wurden. Wir wollen den Spielern eigentlich die absolute Freiheit geben, die zu unterstützende Seite selbst zu wählen, aber es blieb nicht genügend Zeit dafür. Dies verursachte letztendlich Probleme, als viele PvP-orientierte Spieler entschieden, andere Spieler anzugreifen, die in Phase 2 am Event teilnehmen wollten. Da dies für dieses Event jedoch nicht unterstützt wurde, gab es für die Missionsteilnehmer nur wenige Möglichkeiten, dies zu verhindern oder zu kontern, was zu starken Meinungen auf beiden Seiten führte. Die meisten Spieler haben diesen Server dann einfach verlassen, um einen ohne PvP zu finden. Viele Spieler erwähnten in beiden Kampfphasen eine schlechte Framerate der Clients. Darüber hinaus gab es zahlreiche Berichte über das langsame Laden der Assets, darunter Wracks-Standorte, Versorgungsschiffe, Xenothreat-Jäger und FPS-KI, die teilweise erst geladen wurde, nachdem die Spieler mit dem Verladen von Fracht begonnen hatten. Im Gegensatz zu Phase 2 konzentrierte sich Phase 3 ausschließlich auf den Schiffskampf. Viele Spieler beschwerten sich hier, dass alternative Spielinhalte wie Bergung und FPS-Kampf nicht relevant waren. Ja, man, ich kann nicht FPS-Kampf machen. Gut, war halt ein reiner Schiffskampf, so war das. Weiter geht's. Die Spieler haben immer noch sehr begrenzte Systeme zur Identifizierung von Freunden und oder Feinden. Sie konnten nicht erkennen, wer aggressiv oder feindlich und wer in ihrer Party war, da die Gruppenmarkierungen nicht immer zuverlässig waren. Am kritischsten war dies zu Fuß im Wrack, wo feindliche NPCs, feindliche und kooperative Spieler alle identisch erschienen. Hier nochmal eine kleine Anmerkung meinerseits. Das, muss ich sagen, fand ich gerade super. Ne, dass man nicht wusste, wer jetzt Freund, Feind, NPC ist. Das würde ich eigentlich nicht so cool finden, wenn man das irgendwie erkennen würde an einem Marker oder so. Ne? Gut, klar, wenn man jetzt in einer Party ist, dann erkennt man das ja eh am Namen über dem Kopf. Oder man weiß, wie sein Kompagnon dann aussieht. Aber letztendlich sollte das nicht für jede Fraktion gelten. Aber das ist nur meine Meinung. Weiter geht's.
KI-Schiffe wackelten, zummelten, teleportierten, flogen unregelmäßig und boten im Allgemeinen zu wenig bis gar keine Bedrohung, wodurch die Spieler sie häufig als Kanonenfutter bezeichneten. Außerdem erwähnten die Spieler häufig, dass zu wenig feindliche Schiffe spawnten, wodurch das Gefühl einer gefährlichen Situation nicht wirklich aufkam. Obwohl einige Spieler kommentierten, dass es weitaus besser war als in früheren Patches, blieb EVA ein Problem. Insbesondere bei Übergängen zwischen Schwerelosigkeit und Schwerkraft, wo Spieler häufig Schäden erlitten oder sogar starben. Ja, kennen wir auch. Das Gesetz und das System bezüglich Feind und Freund erfordert eine Überarbeitung, insbesondere im Hinblick auf Friendly Fire. Dazu gehören, wie und warum ein Crimestat angewendet wird, wie Anklage erhoben wird, wie Feindseligkeiten festgestellt werden und wie Freunde und Feinde besser identifiziert werden können. Dies sollte Unterscheidungen und Informationen für Spieler auf der Mission, Spieler in Gegenmissionen, falls zutreffend, aggressive Spieler, feindliche Spieler, Kriminelle und gegebenenfalls Fraktionen enthalten. Was CRG in Zukunft ändern wird, allgemein. Es gibt mehrere oben genannte Themen, die wir aktiv diskutieren und für zukünftige Ereignisse optimieren möchten. In den kommenden Wochen werden wir uns nacheinander die einzelnen Rückmeldungen ansehen und herausfinden, wie sie angegangen werden können, welche Teams an ihnen arbeiten und wo sie in den Zeitplan passen. Probleme mit der Leistung, der KI, dem PvP-Design und dem Rechtssystem stehen bei uns im Vordergrund. Tony Zurek, Game Director vom Persistent Universe. Gut, das war im Allgemeinen. Jetzt kommen wir noch zu drei Teams, die hier auch noch was zu berichten haben. Los geht es mit dem AI-Team, dem Team mit den künstlichen Intelligenzen. Was lief gut? Das Xenosword-Event war eine großartige Gelegenheit, ein Unternehmensziel über mehrere Teams hinweg zu erreichen. Das ist häufig der Fall, wenn wir bestimmte gemeinsame Ziele, in Klammern Milestones oder bestimmte Releases, Klammer zu, festlegen und in der Regel mehrere Abteilungen zusammenführen. Dieses Event gab uns die Möglichkeit, sowohl neue Funktionen zu nutzen, als auch bestehende zu verbessern. Zum Beispiel konnten wir den ersten Kampf zwischen Capital-Schiffen testen, der neue Aufgaben für das Anfordern des Andockens offenlegte und die Flugbahnen des KI-Kampfpiloten verbesserte. Während des Events haben wir speziell das KI-Verhalten und die Spielererfahrungen überprüft. Was nicht so gut lief. Die Idee hinter Xenosword war es, einen bestimmten Zeitrahmen für die Missionen zu verwenden, um ganz bestimmte Ziele zu erreichen. Das KI-Team sollte möglichst nicht mit Aufgaben überlastet werden, um fokussiert mit der Entwicklung des Kampfes gegen Capital-Schiffen zu beginnen. Leider konnte dies nicht wirklich gut umgesetzt werden, sodass hier das KI-Team letztendlich mit weiteren Aufgaben bis an die Grenzen ausgelastet war. Ja, auch hier wieder selber Kritik intern, finde ich super, dass das wirklich auch thematisiert wird. Ne, nur so kann sich ein Unternehmen auch wirklich weiterentwickeln. Während der Entwicklung wurden wir auch in Situationen verwickelt, in denen wir davon ausgegangen sind, dass Fehler durch AI-Code oder Leistung verursacht wurden. Es stellte sich jedoch heraus, dass sie eine Kombination aus anderen Dingen waren, die schneller hätten angegangen werden können, wenn wir richtig darauf aufmerksam gemacht worden wären. Der Versuch, die Leistung gleichzeitig mit der Fehlerbehebung zu verbessern, macht den Endspurt der Entwicklung etwas hektisch, aber wir haben schon damit gerechnet. Ne? Ja, das ist immer so das Problem, wenn man versucht, Probleme zu lösen von irgendwelchen Sachen, die eigentlich schon fest implementiert sind, dann schafft man eigentlich noch mehr Probleme mit den neuen Sachen. Das ist nie gut. Ne? Ja, genau. Auf jeden Fall super Sache. Das Ganze kam von Francesco Rucucci. Keine Ahnung, wie der richtig ausgesprochen wird. Rocucci. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich denke mal, ein Italiener. Ne? Ist auf jeden Fall der AI Director bei Cloud Imperium Games. Weiter geht es mit dem Vehicle Experience Team. Was lief gut? Die Arbeit des Vehicle Experience Teams an diesem Event konzentrierte sich hauptsächlich darauf, das Flugerlebnis von Capital-Schiffen und den von ihnen verwendeten Waffen in Einklang zu bringen. Waffen von Schiffen wie Eclipse und Retaliator, die diese an Capital-Schiffen zum Einsatz bringen konnten, wurden ebenfalls bearbeitet und überprüft. Die Abstimmung der Flugbalance mit Idris und Javelin führte dazu, dass KI jedes Schiff richtig positionieren konnte, um anzugreifen und zu verteidigen. Die wirkungsvollste Änderung, die wir jedoch vorgenommen haben, betrafen die Geschwindigkeit und die Stärke der Waffen.
Das Event hat uns dazu veranlasst, stärkere Waffen hinzuzufügen, einschließlich der Einführung der Railgun in das Persistent Universe. Aber wir wollten dies mit der Geschwindigkeit in Einklang bringen. Je stärker eine Waffe ist, desto langsamer bewegt sie sich im Allgemeinen, abgesehen von der Railgun, mit der wir die Geschwindigkeitsgrenze überschritten haben. Wir wollten wirklich, dass die Railgun gefürchtet wird. Der Höhepunkt für das Vehicle Experience Team war es, dass die verschiedenen Teams zusammenkamen, um ein fantastisches Erlebnis abzuliefern, an dem man nicht nur teilhaben, sondern auch einfach nur zuschauen konnte. Wir haben eng mit den Teams für Audio- und Videoeffekte zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die von uns implementierten Inhalte genauso aussehen und klingen wie gedacht. Die Entwickler verbrachten viele Abende damit, die verschiedenen Streams zu beobachten und teilten jeden Morgen die besten Momente mit dem Rest des Teams. Was nicht so gut gelaufen ist. Aus der Sicht des Balancings bestand die Hauptschwierigkeit, konsistente, wiederholbare Ergebnisse zu erhalten, um das Gleichgewicht in einem reellen Kampf zu bewerten, da das Ereignis so stark von der Leistung des Spiels abhing. Mit fortschreitender Entwicklung wurde dies mit zunehmender Leistung einfacher, aber erst in den letzten Wochen vor der Veröffentlichung erreichten wir einen Punkt, an dem das Event von Anfang bis Ende reibungslos funktionierte. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass die Leistungsprobleme, die wir während der Entwicklung hatten, spezifische Probleme sowohl mit den Waffen als auch mit den Schilden hervorbrachten, die wir in Szenarien mit geringen Leistungen drastisch verbessern konnten. Na, herzlichen Glückwunsch, das ist doch mal was. Richard Tauler, Lead Game Designer. Kommen wir zum letzten Team, das Performance Team. Was lief gut? Wir sind ständig bemüht, die Leistungen zu verbessern, was sehr schwierig ist, da wir dem Spiel ständig weitere Funktionen hinzufügen. Und obwohl es viel zu tun gibt, um die Frameraten auf den von uns angestrebten Level zu bringen, denke ich, dass die Hauptaufgaben bezüglich des Xenothreat-Events darin bestanden, die FPS auf einem Level zu bringen, auf dem wir den Spielern ein insgesamt zufriedenstellendes Event bieten konnten. Als wir in den letzten Jahren diese Art von Capital-Schiffskampf ausprobiert hatten, waren wir in Bezug auf die Performance so weit entfernt, dass wir kein Ergebnis dieser Größenordnung hätten liefern können. Wir hoffen, dass dies ein guter Anfang ist, um das weiter auszubauen. Was ist nicht so gut gelaufen? Viele Spieler erwähnten eine schlechte Server-Framerate, insbesondere während Schiffsschlachten in Phase 2 und besonders in Phase 3. Wir wissen, dass diese Serverleistung verbessert werden muss, da dies ebenfalls dazu beiträgt, die Reaktionszeit der KI zu verbessern. Was machen wir in Zukunft anders? Ich denke, die wichtigsten Erkenntnisse von Xenothreat und den letzten Veröffentlichungen ist, dass wir ein besseres System für die Profilerstellung und Leistungsregression benötigen. Wir verfügen über ein neues Stresstest-Framework, das für Codes einfach zu verwenden ist, sowie eine bessere automatische Erfassung und Analyse von Leistungsdaten. Während es für die 3.13 vielleicht noch etwas früh ist, sollte es auf lange Sicht eine große Hilfe für uns sein. In diesem Jahr gibt es auch eine Anweisung für alle Teams, den Optimierungen diesbezüglich mehr Zeit zu widmen. Und da sich das Servernetzwerk zusammen mit mehreren anderen langfristig geplanten Optimierungen am Horizont abzeichnet, können wir möglicherweise einige wesentliche größere Gewinne erzielen, wenn diese dann online geschaltet werden. Na, das ist doch mal was. Rob Johnson, technischer Direktor vom Persistent Universe Gameplay. Kommen wir als nächstes zur Übersetzung des letzten Star Citizen Lives mit dem Vehicle Tech Team. Dazu verbinde ich nun live rüber nach Microtech in den New Babbage Tower. Khan, bitteschön, das Mikrofon gehört dir. Ich danke dir, Sitko, und begrüße euch zu einer neuen Folge Star Citizen Live, heute mit dem Thema Vehicle Tech Team, also alles, was mit den Fahrzeugen im Verse zu tun hat. Gastgeber dieser Episode ist Community Content Manager Jared Huckabee und Gäste sind dabei Sean Tracy und das komplette Vehicle Team. Hier habe ich heute wieder 11 Fragen und Antworten für euch, legen wir also los. Frage Nummer 1. Was gibt es an Informationen über physische Schäden, physische Komponenten oder andere interne Schadensquellen? Das ist nicht ganz einfach, da hier das komplette PU inbegriffen ist. Materialien haben immer spezifische Werte. Hier hat man eine große Menge an Dingen und es ist schwierig, den genauen Stand zu nennen. Es sind nicht nur Lebenspunkte gemeint, sowohl die Dichte der Panzerung als auch ihre Beschaffenheit, also in dem Fall die Dicke. Es gibt Titan, welches im Periodensystem wirklich gibt, aber auch Materialien, die es nun mal nur in Star Citizen gibt.
Hier muss die Harmonie zwischen allem gefunden werden, ohne ein Supermaterial zu bekommen, welches Spieler entdecken und ihr Schiff damit unzerstörbar wird. Auch Effekte der verschiedenen Szenarien, die auftreten können, müssen bedacht werden. Strahlung, Hitze, Kälte oder gar chemische Stoffe oder deren Reaktion auf das Material an sich. Nicht zu vergessen, dass das Flugmodell ja auch beeinträchtigt wird, sollte ein physischer Schaden auftreten. Frage Nummer 2. Das neue Cockpit-Erlebnis ist in Arbeit. Wie ist der Stand mit den Tasten und den MFDs? Hier sind weniger die MFDs betroffen, vielmehr die Änderung an der Benutzeroberfläche der bereits existierenden Schiffen, wie zum Beispiel Scanner und Radar. Es wird daran gearbeitet, Funktionen durch Bedienung eines Knopfes in die Grafik zu verbinden. Spieler können diese punktgenau ansteuern, die dann auch in prozedurale Animationen verknüpft werden. Auch die Anordnung der Tasten und Knöpfe spielt eine große Rolle, um diese später gut, aber auch sinnvoll zu erreichen. Es soll keine Verwirrung aufkommen, wenn ein Spieler ein neues Schiff betritt, da die Anordnung im Cockpit keinen Sinn macht. Designer überlegen, wie die Größe und Form der Tasten und Knöpfe aussehen soll. Spieler sollen intuitiv wissen, wo sie sich im Cockpit befinden. Frage Nummer 3. Wie ist es mit dem Durchschlag von Projektilen? Können wir Löcher in die Außenhülle sprengen, um an Bord zu gehen oder einen Geschützturm zu durchdringen? Und wird dadurch auch das Schiffs- und Raumatmosphärensystem betroffen? Hier kommt das physische Schadenssystem zum Einsatz, um die Möglichkeit zu erschaffen, jegliche Materialien durch Projektilbeschuss die Außenhülle durchdringen zu lassen. Geplant ist, dass zum Beispiel die beschossene Tür selbst öffnet oder sich öffnen lässt oder gar durch ein Schadensmodell ausgetauscht wird, dass Spieler das Schiff dann betreten können. Sind zwei Räume miteinander verbunden, besteht die Herausforderung darin, dass bei einem Projektileinschlag die Luft aus dem einen Raum entweicht, im anderen intakten Raum aber noch nicht. Zurzeit ist das noch nicht möglich und Spieler würden sehr schnell sterben. Hier sind Systeme geplant, die den Spieler über den Zustand und die Situation auf dem Laufenden halten. Türen müssen in solchen Fällen ihren Zustand ändern können, von geschlossen zu offen. Frage Nummer 4. Wie ist der Stand beim Scannen und dem Radar? Was haben Sie für die Zukunft in den Bereichen vor? Was die Erfahrungen für Spieler betrifft, war das Scan nicht immer eine der besten Erfahrungen, die man erleben konnte. Hier wird in zwei unterschiedlichen Scan-Arten unterteilt. Einmal das Scannen für Schiffe und das FPS-Scannen, die beide ganz unterschiedliche Informationen anzeigen. Hier sollen viel mehr Informationen für den Spieler angezeigt werden, wie zum Beispiel die Bewaffnung, die Panzerung und deren Art oder auch, welche Fracht gerade transportiert wird. Das ist für das spätere Schmuggler-Gameplay sehr wichtig. Die Priorität liegt zurzeit noch auf dem Finden von Schiffen, bevor die anderen Features möglich sind. Der Vorreiter ist hier das Scannen von Materialien in Asteroiden und Felsen. Signaturen sollen so ausgeweitet werden, wie bei Infrarot zum Beispiel. Kleinere Schiffe könnten ihre Signatur hinter größeren Schiffen verbergen, um nicht erkannt zu werden. Scannen und Signaturen müssen verbunden werden, um dann die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen. Wie verhalten sich die unterschiedlichen Signaturen beim Scannen und wie werden sie unterschieden? Frage Nummer 5. Können wir eine Art von Schlaganimation bekommen, wenn MFDs nicht mehr funktionieren? Wir werden es für die Zukunft im Hinterkopf behalten. Es wäre auf jeden Fall lustig, auf das Ding draufzuklopfen, wenn dein Schiff nicht mehr richtig funktioniert. Geh, weiter im Text. Frage Nummer 6. Wird es weitere Steuerpanels für Türen und Lichtquellen auf allen oder den meisten Schiffen geben? Das ist sowohl Schiff- als auch beleuchtungsabhängig. Hier ist es aber schon geplant, daran zu arbeiten. Technisch ist es möglich, nur nicht leicht umzusetzen, da Spieler sich wünschen, Licht und Türen ansteuern zu können. Hier bräuchte jede Tür ihr eigenes Panel, welches mit dem Schiff und der Tür und so weiter verbunden sein muss. Hier muss dabei darauf geachtet werden, dass alles gut miteinander funktioniert. Frage Nummer 7. Schiff im Schiff aufrufen. Wie ist hier der Stand der Dinge? Letztes Jahr gab es dazu einen Prototyp, der große technische Herausforderungen aufgewiesen hat. Es wurde Schritt für Schritt vorgegangen und mit anderen Teams gesprochen und ausgearbeitet, welche Systeme, die im Hintergrund laufen, angepasst werden. Spieler sollen am Terminal zum Beispiel eine Constellation aufrufen, aber auch gleichzeitig einen Rufer darin aufrufen können. Es wird auch überlegt, wie sie vorgehen sollen, wenn ein Spieler das Schiff besitzt, aber ein anderer Spieler darin seinen Rover aufrufen möchte. Frage Nummer 8. Werden wir die Farben der Innenbeleuchtung in unseren Schiffen ändern können? Auch hier haben sie einen Prototyp, nur ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese Option auch umgesetzt wird. Frage Nummer 9. Können wir Türen mit dem Mobiglas oder dem Inner Sword öffnen? Mit dem Mobiglas wird es nicht möglich sein, aber mit dem Inner Sword ist es geplant. Nur kurz zur Aufklärung, das Inner Sword habt ihr auch jetzt schon im Spiel. Das ist, wenn ihr die F-Taste drückt, vor der Tür steht und dann kommt Öffnen und so weiter. Da wird es dann noch irgendwann ein Menü geben, wo man dann wahrscheinlich die rechte Maustaste drücken wird und dann verschiedene Optionen hat, die man dann einfach auswählen kann. Das ist dann mit dem Inner Sword gemeint. So, weiter im Text. Frage Nummer 10 und die vorletzte für heute. Werden wir Kameras speziell für die Landung bekommen? Das Thema ist immer im Gespräch, nur liegt die Priorität noch auf der Docking-Kamera, da man beim Andocken sehr genau agieren muss. Ah, ihr habt doch schon einige Videos dazu gesehen, das ist auf jeden Fall eine sehr fuddelige Angelegenheit. Also ich bin gespannt, wie das werden wird. Kommen wir zur letzten Frage für heute. Frage Nummer 11.
Werden die kleinen Drohnen, die früher die Schiffe repariert haben, zurückkommen? Ich muss jetzt echt sagen, ich kenne die kleinen Drohnen gar nicht, so lange bin ich noch gar nicht dabei. Aber sie sagen ja auch, das gehört zum alten System und ist sehr unwahrscheinlich, dass es zurückkehrt. Man könnte aber andere Dinge nutzen, die die Reparatur anzeigen. So, es war etwas kürzer, aber mehr gab es leider nicht zu übersetzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Episode wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche im Verse, bleibt mir ja schön gesund und genießt die Zeit. Ich gebe zurück zu Sitko und die Marco. Bis bald. Vielen lieben Dank, Khan. Wirklich klasse übersetzt. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Kommen wir zum Inside Star Citizen von dieser Woche mit dem Titel Driving Force. Wie immer gab es zwei Themen und im ersten Thema ging es um die neuen Friktionen der Bodenfahrzeuge und zwar allen denen mit Reifen. Also nicht wie gedacht, ich hatte ja mal in einem Roadmap-Update darüber gesprochen, dass ich nicht wusste, ob jetzt auch die Gravelev-Fahrzeuge, also die Hoverbikes, mit darunter fallen zu diesem Thema. Aber nein, es geht hier ausschließlich um die Fahrzeuge mit Rädern. Und zwar geht es um die Cyclones, um den Rock, den Greycat Buggy und sogar die Motorräder wurden hier erwähnt. Ne? Auch der Panzer, der kommt auch noch. Ne? All das, was wirklich Kontakt zum Boden hat, wird hier nun überarbeitet und zwar anhand von bestimmten physikalischen Kurven. Ja, hier wird darauf geachtet, dass die Fahrzeuge wirklich echt am Boden angehaftet sind. Auch das Gewicht spielt eine Rolle, dieses Fahrzeug, wie es dann letztendlich während der Fahrt dann reagiert. Dann soll es so sein, dass die Fahrzeuge irgendwann auch sliden können, dass man einfach mehr zu einem echten Fahrgefühl kommt und ein bisschen weg von diesem Arcade-Feeling. Ne, so wird das hier beschrieben. Natürlich hat ein Cyclone andere Voraussetzungen, wie jetzt beispielsweise ein Nova Tonk und natürlich auch ein Motorrad. Ne, wann die kommen, kann ich euch auch gar nicht sagen. Ich hoffe mal bald. Ne, und hier wird uns auch als erstes mal jetzt, das war ja die Folge, die war am, wann war das? Am Donnerstag kam die raus. Da wurde uns das erste Mal auch von dem Cyclone MT erzählt. Das war eine kleine Überraschung, dass die jetzt dann oder dass der jetzt schon kommt. Na, war echt ganz cool. Konnte man zwar ein bisschen mit rechnen, aber naja, man weiß ja nie bei Cloud Imperium Games. Was auf jeden Fall sich vorerst nicht verhindern lässt, das wird jetzt hier in diesem Beitrag zwar nicht gesagt, aber das sage ich, ist, dass die Fahrzeuge teilweise halt durch Steine fahren oder irgendwelche Kollisionen auf Oberflächen dann nicht richtig haben. Aber das liegt nicht wirklich an den Fahrzeugen selbst, sondern das liegt dann eher an der Oberfläche. Ne, das muss natürlich auch ein bisschen matchen, aber im Grunde genommen soll man das Gefühl haben, dass dieses Fahrzeug auch wirklich über den Boden fährt. Ich bin mal gespannt, ob es dann auch irgendwann auch mal Reifenabdrücke gibt. Ne, auf Sand, Planeten, Monden, wie auch immer. Ne, das wäre mal ziemlich coole Sache, finde ich. So you'll have all the same systems that the ships do. Im zweiten Thema gab es dann wieder einen kleinen Sprint Report. Los ging es mit der Überarbeitung der Refinery Deck Panels. Ja, da, wo wir hingehen, die Monitore, die bekommen ein neues Layout. Hier erstmal einen schönen neuen Startscreen und dann gibt es auch einen Logout-Button dann letztendlich. Ja, mal gucken, ob das dann mit der 3.13 schon reinkommt. Ich kann es mir vorstellen, denn das sind so Sachen, die stehen nicht auf der Roadmap. Die werden dann einfach so zack mit reingebracht und ja, warten wir es mal ab. Dann hatten wir ja bereits im letzten Inside Star Citizen gesehen bezüglich der Subcomponents, dass auch hier im Mining Hut sich ein bisschen was ändert. Hier wird auch nochmal speziell darauf eingegangen. Wir sehen jetzt auf der linken Seite die ganzen Zusatzmodule, die eingebaut sind. Und auch die Scanbar wurde ein bisschen optimiert und überarbeitet. Na, wenn da nicht eine kleine Mining-Runde in der 3.13 angesagt ist. Ich glaube ja. Dann gab es die ersten Bilder von den nicht kommerziellen Overlays der Mining-Stationen, der an den Lagrange-Punkten. Ich bin ja immer davon ausgegangen, dass der Bereich da, wo die Kessel sind, dass es da Varianzen geben soll. Aber das war ganz anders gemeint, denn die ganze Station soll überarbeitet werden oder wird überarbeitet. Ja, alles, was in den normalen, zum Beispiel Orbital-Stationen nach Freizeit und lustigen Stühlen aussieht, ist hier rausgenommen. Ne? Hier gibt es eher Rohre, alles ist ein bisschen, ja, ich will mal sagen, dreckiger, robuster, industrieller.
Das Licht ist hier an der einen oder anderen Stelle noch nicht optimal. Zudem fehlt auch noch so ein bisschen der Glanz, die Politur, aber das wird kommen. Und somit bekommen wir dann auch hier in diesem Building-Block-Verfahren an jeder Mining-Raffineriestation ein anderes Layout. Naja, wird doch langsam. Now it may be a bit flat looking at the moment, but once the lighting pass changes are in, it'll begin to bring out the personality a bit more in these smaller, more industrialized stations. Wie wir es ja bereits von unserer Mercury Starrunner kennen, wo wir jeden Raum einzeln belichten können, zeigt uns Cloud Imperium Games vom Licht, vom Lightning Team hier, wo die Reise hingehen kann in unseren Habitations. Hier am Beispiel eines Wohnquartieres in New Babbage, wo wir reinkommen, dann verschiedene Lichtmöglichkeiten haben. Wir haben erstmal hier am Anfang ein Panel, wo wir dann schon mal ein Dimmerlicht anmachen können, ne, für die schönen gemütlichen Schmusestunden. Ne, wenn wir sagen, nee, komm, ich muss was suchen, ich habe was verloren, müssen wir halt das richtige Licht anmachen oder wir entscheiden uns auch partiell einfach an der Theke das Licht anzumachen. Auch richtig cool. Und auch hier richtig geiles Highlight noch, wir haben eine kleine Lampe, die können wir auch mitnehmen und somit auch, ja, wenn wir mal nachts durch die Gegend wandern, können wir das Ding natürlich dann in die Hand nehmen und damit aufs Töpfchen laufen, ohne gleich hellwach zu werden. Auf jeden Fall sehr geil aus, das Ganze. Ja, Licht ist wichtig, Leute, ne, das sage ich immer wieder. Lichtschatten, das bringt so viel rein ins Spiel. Sehr, sehr geil. Integrating the destructible and replaceable colored lights from the interaction zoo, providing even more customization options for players going forward. Let's check in on the continuing white box progress of hospitals. Als nächstes gibt es einen neuen Einblick in die Whitebox-Phase der Hospitals, der Krankenhäuser. Hier im Beispiel hatten wir auch schon mal in einem Inside Star Citizen gesehen, vom Krankenhaus in New Babbage, wo man im Hintergrund noch das Hesperia Grand sieht. Sehr, sehr geil. Ne? Ein Riesending. Medical Gameplay wird ja ein wichtiger Bestandteil des Versus werden. Auch das, die Tatsache, dass wir irgendwann wirklich ein Permadeath haben wollen, wird auf jeden Fall ein Riesending. Und so riesig wie das wird, ist auch hier schon das Krankenhaus. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eine Security-Station, eine Informationsstation, wir haben ein Blutcenter, wir haben ganz viel. Ne? Ganz viele Sachen, die wir dann letztendlich hier machen können. Wird allerdings noch alles ein bisschen dauern. Ne? Whitebox-Phase, da ist noch eine Menge Vorlauf. Aber ich denke mal, mit der 3.14 wird das Ganze dann auch fertig werden. Da soll ja auch die ersten Iterationen des Medical Gameplays reinkommen. Das passt dann schon. And if you play like I do, you're gonna spend a lot of time here, so it's important that it can handle the load. Did I make that same joke last time? You bet I did. It's a test to see if anybody's paying attention to what's being said here. Fidelity, immersion, bespoke. The hospital will really punch above its weight class. Dann gibt es wieder ein kleines Update von den Colonial Outposts, hier am Beispiel eines Wohnquartiers auf Microtech, würde ich mal sagen. Diese sollen ja dann später überall im Stanton- und Pyro-System verteilt sein. Ja, die Kamera fährt rein und zeigt uns so ein bisschen das Interior. Das ist natürlich noch nicht final ausgearbeitet. Hier fehlen an der einen oder anderen Stelle noch die Assets, die Tiefen, die Texturen. Das muss natürlich alles noch gemacht werden. Wir fahren dann weiter irgendwann in eine Garage. Da überlegen die Entwickler noch, wie sie das mit der Luftschleuse lösen. Da wird es eine Luftschleuse geben, denn diese Outposts werden ja dann letztendlich auch auf Monden oder auch Planeten stehen, wo es dann nicht unbedingt eine atmungsaktive Atmosphäre gibt. Dies ist natürlich, hatte ich ja auch schon öfter mal erwähnt, erste Iteration dieser Outposts, die wirklich ausschließlich erstmal nur für die NPCs da sind. Später wird es so sein, dass wir dort auch unser persönliches Inventar lagern können, dass wir dort auch übernachten können, unser Ursa-Rover in die Garage packen können. Das wird der nächste Schritt sein, bis dann irgendwann hin, dass wir unsere eigenen Outposts planen und bauen können, so dass wir halt dann auch wirklich unsere Basis dann irgendwo haben. Ne? Auf jeden Fall ist es der erste Schritt und ich finde, das sieht super aus. Das passt auch richtig gut ins Verse, tippitoppi. Durch das Building-Block-System gibt es dann natürlich irgendwann unzählige Varianten von, auch wie wir uns das letztendlich dann bauen können, dass, wenn das mal richtig losgeht, da werden wir unseren Spaß haben. Da könnt ihr davon ausgehen.
Als letztes gibt es dann ja ein kleines virtuelles Schmankerl, würde ich mal sagen. Der Dying Star, wie wir ihn aus dem Arena Commander kennen, der da so ein bisschen rumwabert, der wurde vom Visual Effects Team so ein bisschen überarbeitet. Hier wurden Blitze mit eingefügt, so wie wir das auch damals schon mal im Pyro-System Trailer gesehen haben, als die Character durchgeflogen ist durch den Jump Point. Da waren ja auch Blitze im Hintergrund, ne? Da sieht doch schon mal ganz cool aus. Das soll halt der sterbende Stern sein. Ich finde, ja gut, wirkt jetzt für mich erstmal eher wie so ein sterbender Asteroid. Ne, so ein Stern ist ja eigentlich eine Sonne und für eine Sonne sieht der eigentlich ziemlich klein aus. Aber gut, was weiß ich schon. Ne? Also vielleicht ist es ja auch eine Mikrosonne. Ne, gibt es ja vielleicht. Keine Ahnung. And at the center of the forthcoming Pyro system, which was the inspiration for Arena Commander's map to begin with. Dann gab es gestern Abend natürlich wieder ein Star Citizen Live, dieses Mal mit dem Visual Effects Team von Cloud Imperium Games. Zu Gast bei Jared Huckabee waren Mike, Leo, Theo und Jacob. Die ganze Sendung ging wieder eine knappe Stunde. Hier konnte die Community vorher im Spektrum Fragen einreichen an dieses Visual Effects Team und auch live hier im Chat beim Zugucken noch Fragen stellen. Das ist immer so beim Star Citizen Live. Wenn ihr da mal live dabei seid, dann macht das auf jeden Fall. Hier ist immer ganz wichtig, dass ihr wirklich die Fragen nehmt, die auch zu diesem entsprechenden Team passen. Guckt da vorher mal in die Roadmap rein, beziehungsweise in den Progress Tracker. Da seht ihr dann ganz genau, was diese Teams dann bearbeiten. In diesem Fall haben diese vier Jungs an diesem Dying Star gearbeitet, den wir gerade noch im Inside Star Citizen gesehen haben. Dann wird hier gerade auch sehr stark an Cloud Tech, an der Cloud Tech gearbeitet. Hier machen sie große Fortschritte, wie der eine Entwickler dann auch sagt. Sie sind sehr, sehr, sehr zufrieden. Das sieht sehr cool aus schon. Und da können wir uns auf was freuen. Dann war auch das Thema Regen. Kommt Regen mit rein? Ja, wenn Clouds reinkommen oder Wolken, beziehungsweise kommt natürlich auch Regen rein, anderes Wetter. Es wird an Sternen gearbeitet und so weiter. Alles, was mit Visual Effects zu tun hat, wird von diesem Team bearbeitet. Wir werden euch diese ganzen Fragen, die hier über diese Stunde eingetrudelt sind, natürlich ins Deutsche übersetzen. Zum nächsten Samstag, zur nächsten Verse News, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Kommen wir jetzt zum Roadmap-Update vom Mittwoch. Ja, zwei Wochen sind wieder um. Alle zwei Wochen kommt ein Roadmap-Update. Es gab natürlich ein paar Änderungen hier im Progress-Tracker, aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Wir schauen erstmal auf die Release-View und zwar auf die 3.13 unseres nächsten Patches. Hier hat sich so ein bisschen was getan. Bei den Locations sehen wir jetzt die ganze Karte jetzt hier. Der ganze Bereich ist jetzt blau, denn hier sind die, wo sind sie? Stanton System Polished sind nun committed und sind somit bestätigt, dass diese mit der 3.13 zu 95% kommen. So, weiter geht's. Na, nicht ganz zu. So, hier. Weiter geht's mit Gameplay. Hier hat sich auch so ein bisschen was getan. Wir haben zwei neue Karten dazu bekommen. Einmal die Missions Quantum Sensitive Deliveries. Jeder, der das Xenothreat Event gespielt hat, weiß, wovon hier die Rede ist. Und zwar gibt es neue Frachteinheiten, die in dem Fall jetzt quantumsensitiv sind. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr eine Box, die diese Eigenschaft hat, von A nach B transportieren wollt, könnt ihr da den Quantum Drive nicht benutzen, sonst geht die Fracht kaputt. Es gab im Xeno-Threat-Event noch andere Frachtarten. Eine war explosiv und die andere war, glaube ich, was war denn mit der? Ich glaube, die musste in einer bestimmten Zeit irgendwo hingebracht werden und dann wieder gekühlt werden oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es verschiedene Frachten. Ich weiß nicht, ob die damit kommen oder ob das jetzt erstmal nur die Quantum-Sensitiven sind, die mit der 3.13 kommen. Dann kommen hier, vielleicht ist das auch die Zeitgeschichte, die dann hier mit reinspielt. Hier kommen jetzt Delivery-Missionen dazu, also verschiedene Delivery-Missionen, die eine gewisse Zeit erfordern. Da müsst ihr praktisch von A nach B fliegen und müsst eure Route so planen, dass ihr letztendlich da zur bestimmten Zeit dann am Ort und Stelle seid. Ne, so verstehe ich das auf jeden Fall. Ob das jetzt auf die Fracht bezogen ist oder auf den ungeduldigen Kunden, der auf sein Päckchen wartet, das kann ich euch da nicht sagen. Ne, warten wir es mal ab. Auf jeden Fall zwei neue Delivery-Geschichten. Weiter geht's dann mit einer neuen Sortierung. Hier sind jetzt die Schildeffekte, die kommen natürlich auch mit der 3.13, das wussten wir ja schon, auch die Subcomponents des Minings kommen mit der 3.13. Die UI Reputation kommt ebenfalls, da hatten wir ja auch schon mal ein bisschen was gesehen. Ich glaube, das Bild ist sogar neu hier. Ne? Die Reputation, das wird ja überarbeitet in unserem Mobiglas. Sehr, sehr cool.
Dann die Mission Spawn Closets, da wo die NPCs dann spawnen, das ist immer noch nicht committed, das ist noch nicht sicher, ob das kommt. Mounted Guns war bereits, Force Reactions auch, Vehicle, Names and Serials ja auch. Die Degradation ebenfalls, Merlin ebenfalls, Ship to Station Docking auch und Push and Pull war auch so, wie wir das hier sehen. So, dann haben wir hier unten noch Ships and Vehicles, den Nova Tonk und die beiden Mercury M2 Hercules Starlifter Varianten, die oder die Crusader, nicht Mercury, ne, die sind auf jeden Fall auch noch alle grau. Ne? Das ist aber auch schon klar, dass die nicht mit dem 3.13 Patch kommen, sondern mit einem 3.13x Patch. Das wurde schon ganz früh angekündigt. Da können wir uns eh mal dran gewöhnen. Das wird eh bei jedem Raumschiff und Fahrzeug so sein. Naja, vielleicht aber nicht bei dem Tumble MT. Mal gucken. So. Dann gibt's noch eine Kleinigkeit, auf die ich kurz eingehen möchte mit der 3.14. Wirklich nur eine Kleinigkeit. Hier hat sich das, Moment, ich muss es kurz finden, Actor Feature Personal Inventory geändert. Das hieß vorher Physical Inventory. Das ist einfach nur eine Namensänderung. Ne? Also nichts wirklich Wichtiges an der Stelle. Freunde, das soll's gewesen sein. Ich hab's ja gesagt, es war wieder eine Menge an Infos, die reingekommen sind. Aber ich fand es wieder super interessant, wieder eine Menge gelernt. Und ja, was soll ich sagen? Morgen kommt dann noch eine richtig coole Koop-Folge raus. Wir haben unser erstes Pico Speedball gespielt. Ein Spiel, was in die Annalen der Geschichte eingehen wird und irgendwann im gesamten Verse von Star Citizen eine Turnierwelle auslösen wird. Das sage ich euch. Total geil. Hat richtig Spaß gemacht. Es fehlt zwar an der einen oder anderen Stelle noch so ein bisschen was an, ja, den richtigen Waffen, den richtigen, der richtigen Geschwindigkeit von dem, der Server, dass halt wirklich die Waffen auch ordentlich nachgeladen werden. Ne? Aber wie gesagt, richtig coole Aktion, könnt ihr euch drauf freuen. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ne? Bleibt weiterhin gesund, macht es gut, tschüss.